dreimal Alfred Finnbogason gegen den 1. FC Köln. Das muss sich gut anfühlen heute für dich. Ja, sicher. Das vor einem Stürmer Tor zu schießen ist immer wichtig für Selbstvertrauen. Und heute hat es super geklappt. Allerwichtigste ist immer, dass wir 3 Punkte holen und erste Heimsieg geholt haben. Und ja, wie gesagt, das ist ein super Gefühl. Marcel, 3:0 gegen Köln, erster Heimsieg der neuen Saison. Das ist mal ein Ausrufezeichen heute. Ja, kann man so sagen. 3:0 gegen Köln ist ein sehr gutes Ergebnis für uns. Gibt auch eine breite Brust, ein bisschen Selbstvertrauen. Auch wenn ich dann doch sage, dass man sich nicht darauf ausruhen darf jetzt, sondern noch mal mehr investieren muss in den nächsten Spielen, auch in den Trainingswochen. Aber heute fühlt sich das erstmal gut an. Wir haben sehr gute Spiele absolviert. Hat viel funktioniert, was wir uns vorgenommen haben, und deswegen war es auch hoch verdient heute. Ja, wir freuen uns ungemein. Wir wollten das Spiel halt unbedingt gewinnen, weil wir ja einfach unsere gute Leistung auch mal in ein Ergebnis ummünzen wollten. Ich glaube, wir haben in den ersten beiden Partien auch über weite Strecken gute Spiele gemacht, konnten uns da aber nicht so wirklich zum Sieg mal, vielleicht zum glücklichsten Sieg mal belohnen. Und deswegen sind wir heute sehr, sehr glücklich, dass wir 3:0 gewonnen haben. Wie fühlst du dich nach so einem tollen Spiel? Ja, natürlich großartig. Ich glaube, wir haben von der ersten Minute an gezeigt, dass wir zu Hause spielen, dass wir den Sieg unbedingt haben wollen, und haben den Plan, den der Trainer uns mitgegeben hat, über 90 Minuten erfüllt und dementsprechend auch zu Recht und völlig verdient als Sieger vom Platz gegangen. 4 Tore für dich in 3 Spielen. Ich glaube, du führst gerade die Torschützenliste an in der Bundesliga. Schon mal drüber nachgedacht? Nein, ich habe immer hohe Ziele und ich weiß, dass auf die Liste kämpft man mit Spielern, die die besten Spieler, Stürmer und Spieler der Welt sind. Und ich hoffe, dass ich so lange wie möglich da ankämpfen kann. Wann hat denn dein Gegenspieler Jonas Hector zum ersten Mal zu dir gesagt, du sollst ein bisschen langsamer machen? Dem bist du ja schon ein paar Mal davon gelaufen. Ja, wir haben uns ein bisschen unterhalten im Spiel, aber mehr darum, wer wen festhält oder wer wen mal fault oder wer da ungestüm reinging oder nicht. Aber gut, ich habe versucht, mein Spiel oder meine Stärken, die ich habe, einzubringen. Hat gut funktioniert. Die Bälle sind auch sehr gut gekommen teilweise, wo ich dann mit meiner Schnelligkeit dann in die Tiefe gehen konnte, um so dann Ecken, Chancen zu kreieren, Ecken rauszuholen. Ja, und war sehr gut, und jetzt hoffe ich, dass es weiter so läuft. Ihr habt jetzt 2 richtig gute Heimspiele gemacht. Auch in Hamburg sah es nicht so schlecht aus, obwohl das Ergebnis nicht stimmte. Ist der Knoten geplatzt? Ja, also in Ergebnisform schon. Wir haben, wie du gerade schon sagtest, in den ersten beiden Partien auch, denke ich, ein ganz gutes Gesicht gezeigt, konnten das aber, wie gesagt, nicht so in Ergebnisse ummünzen. Bin froh, dass wir heute 0 gespielt haben. Bin froh, dass wir heute 3 Tore gemacht haben, dass wir unsere Chancen, auch wenn wir wieder ein paar mehr hatten, aber doch 3 Tore gemacht haben. Das ist wunderbar. Das ist ein super Schritt nach vorne im Gegensatz zu letztes Jahr. Wir haben mehr Chancen, wir kommen mehr vors Tor. Und ja, ich bin froh, dass wir einfach vorwärts kommen. Für dich war es jetzt das erste Heimspiel von Beginn an heute. Wie hat sich so angefühlt, das erste Mal Augsburger Atmosphäre von Anfang an auf dem Platz zu spüren? Ja, es war großartig schon, als wir von Anfang an zur Kurve gegangen sind und uns gegenseitig, sag ich mal, gepusht haben. Das war immer ein sehr schönes Gefühl, und ich glaube, die Mannschaft hat es einfach auf den Platz übertragen, und wir haben es dann einfach angenommen und der Köln das so schwer wie möglich gemacht. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Augsburg gegen den 1. FC Köln. Endstand 3:0. Grüße Sie, alle Medienvertreter und alle Fans im Fanzelt, alle Fans im Stadion und im LEW Business Club. Und natürlich vorne die beiden Trainer, Peter Stöger und Manuel Baum. Herr Stöger, wenn ich Sie gleich um Ihren Fazit zum Spiel bitten dürfte. Ja, Gratulation an Augsburg. Ich denke, Sie haben das Spiel verdient gewonnen. Die grobe Analyse ist relativ einfach. Wir haben es dem Gegner zu einfach gestaltet, die Tore zu erzielen. Relativ wenig Aufwand dafür notwendig gewesen, dass sie ihre Tore erzielen können. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die eine oder andere wirklich richtig gute Möglichkeit gehabt, um das Spiel zu drehen. Und wenn du die auch nicht verwertest und auf der anderen Seite, wie gesagt, einfache Fehler machst im Defensivbereich, dann ist Bundesliga so gestaltet, dass du eben ohne Punkte wieder nach Hause fahren musst. Insofern Gratulation noch einmal, und man verdient den Sieg. Dankeschön. Dankeschön, Herr Stöger. Manuel. Na gut, wir freuen uns natürlich riesig, dass wir heute die 3 Punkte hier behalten konnten. Ich denke, wir haben eine erste Halbzeit gesehen, die von uns richtig gut war.
Hatten aber ein, zwei Situationen das nötige Spielglück. Einmal, wo der Hinti den Ball verliert und die 2-gegen-1 auf den Torhüter laufen. Und einmal, wo der Rani den Ball vom Torwart kriegt und der Kölner das nicht gescheit verarbeiten kann. Ich finde, das ist auch wichtig, dass man ja, das einmal mitnimmt in so einer Situation. In der zweiten Halbzeit waren wir für mein Gefühl etwas zu tief und zu passiv. Haben zwar richtig gute Kontersituationen gehabt, die haben wir dann nicht ideal ausgespielt. Da hat man gesehen, was Köln für eine Qualität hat. Hatten auch da immer wieder bei Flanken, hatten unsere Innenverteidiger oder die da im Gewühl mit dabei waren, einfach die richtigen Entscheidungen getroffen, sodass nicht so viele klare Torchancen von Köln auf dem Zettel standen. Aber wie gesagt, wir freuen uns jetzt über den Sieg, über die 3 Tore, über die Art und Weise, wissen aber auch, dass wir an dem ein oder anderen Stellschraube noch ein bisschen drehen müssen. Danke. Dankeschön, Manuel. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann reichen wir das Mikro. Luis, hier vorne bitte. Herr Stöger, wie sehr vermisst Ihnen diese dritte Niederlage und dieses 0:3 die Vorfreude auf Arsenal? Ach, mir vermisst jede Niederlage den Abend und die nächsten Tage. Das hat mit Arsenal im Grunde gar nichts zu tun. Wir haben, glaube ich, dieses Spiel jetzt am Donnerstag ist eine Belohnung für das, was im letzten Jahr war. Deswegen haben wir tolle Gegner in der Euroleague-Gruppe bekommen. Eine schwierige Aufgabe, das ist keine Frage. Aber es ist am Donnerstag wieder eine Möglichkeit, ein positives Ergebnis zu machen. Zusätzliche Chance, abseits der Bundesliga, was Positives mitzunehmen. Wenngleich, ich glaube, die Favoritenfrage sich nicht wirklich stellt. Aber vielleicht ist das eine Möglichkeit, da was Positives mitzunehmen, was uns auch vielleicht Richtung Meisterschaft dann auch wieder gut tun könnte. Aber ansonsten ist es schon so, dass wir alle einigermaßen besser gelaunt sind, wenn wir positive Ergebnisse haben. Das hat jetzt mit Donnerstag nicht wirklich was zu tun. Keine weiteren Fragen? Dann herzlichen Dank. Ihnen allen noch einen schönen Abend und Danke. Unseren Gästen eine gute Heimfahrt.